Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, heute spielen wir wieder alleine. Und ihr seht schon, wir sind an einem ein wenig anderen Ort als letztes Mal. Das liegt daran, ich habe gestern auch was aufgenommen. Nur dachte sich Fraps, nö. Ohne Mikrofon. Und ja, dann wurde das Mikrofon leider nicht aufgezeichnet. Aufnahme hab ich gelöscht, weil nachkommentieren ist nicht so dufte. Mein Plan ist es gewesen und ist es immer noch, eine neue Behausung zu finden. Beziehungsweise das Biom, wo wir waren, hat mir nicht so wirklich gefallen. Deshalb habe ich mich auf die Socken gemacht und wollte ein neues Biom suchen, beziehungsweise einen neuen Ort suchen. Ja, ich habe dort hinten jetzt eine Höhle entdeckt. Ich werde da mal ganz flott rüber schwimmen. Wo ist die Sonne? Da. Vielleicht können wir in der Höhle auch übernachten. Mal schauen. Ich habe das alte Haus stehen gelassen. Ich weiß zwar nicht mehr, irgendwie da runter müssten wir, um zum Haus zu kommen, aber weiß ich nicht mehr genau. Haben wir hier, gucken wir hier kurz, ob was. Oh, da ist ein Skelett. Komm her, du. So. Ja, ich habe alles, was wir brauchen können, mitgenommen. Ah, hier ist nichts. Da hinten ist noch eine Höhle. Oh, Eisen. Ja, wir haben keinen Platz für Eisenerz. Was brauche ich nicht? Ich schmeiß mal die Knochen weg. So. So, haben wir unten noch mehr Eisen? Nee, ne? Gut. Die Sonne geht langsam unter. Ich schwimme jetzt noch ganz kurz zur Höhle darüber und vielleicht können wir da drin auch pennen. Das wäre am besten. Ansonsten müssen wir uns irgendwo reinbuddeln. Und ja. So. So, komm, da hoch. Ja, die Sonne geht unter. Das wird nichts mehr, glaube ich, mit Höhle. Au, leck. Kühe. Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Gehen wir die ganz kurz erkunden. Alter, wieso leckt das so? Die ist zu groß. Gut, dann buddel ich mich hier kurz rein. Ja, wo jetzt? Da. Buddel ich mich kurz rein, damit ich mein Bett aufstellen kann. Ja, ich habe mir letztes Mal auch ein Bett gemacht in der letzten Aufnahme. Kohle? Nein. So, damit uns hier nichts anfällt. Das baue ich kurz ab. Ich würde sagen, dann stellen wir auch direkt noch den Ofen auf. Das machen wir jetzt mal kurz. Dass wir das Eisen verbraten können. So. Und dann legen wir uns mal hin, ne? So, jetzt ist Tag. Wir warten noch kurz, bis hier das Eisen fertiggebrannt ist. Ah.
Der morgendliche Anblick eines Creepers von 3 Creepern ist bezaubernd. Nicht. So, ich würde sagen, und Beine in die Hand nehmen und rennen. Ist da das, was ich denke? Ach du Scheiße, nein, ist es nicht. Kriegen wir die Lederrüstung, wenn wir den jetzt umlegen? Komm her, du Spacko. Oh ne, kriegen wir nicht, schade. Ich esse kurz ein Hühnchen. Hier eigentlich mit den Kühen wäre ganz geil. Aber hier ist auch wieder nix. Hier ist so ein Riesenberg. Aber irgendwie nix, was wirklich toll wäre. Weil wir hatten ja beim alten Haus ein riesen Schneebiom, wo um uns herum einfach nur Schneelandschaft war. Ja, und hier ist alles unbrauchbarer Stein. Ich würde sagen, wir wassern unser Boot und schwimmen weiter. Ja, mit einem Pfeil im Arm. Warte. Erst gehe ich noch die Kühe umlegen. Das muss sein. Kühe müssen sterben. Komm her, du Kuh. Das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil das können wir einfach durch Rasen zerhauen machen. So, weil ich will nämlich das Leder haben. 5 Leder haben wir, das reicht für einen Helm. Haben wir noch eine Kuh? Ne. Die Schweine lasse ich jetzt mal, weil ich keinen Platz mehr in den Inventar habe. Ja, weil die Enderperle ist doch relativ selten. Stimmt, ich habe in der letzten Folge auch noch einen Enderman, mich mit einem Enderman angelegt. Daher die Enderperle. Und ja, jetzt schnappen wir unser Boot und verduften. Es wird ein wenig laggen, weil die Welt halt aufbauen muss. Aber ich denke, wir werden es überleben. Dschungelbiom wäre auch was ganz Tolles. Könnte ich mich auch mit anfreunden. Vorne ist... Ja, das... Haben wir mal da links durch. Ich hoffe, man kommt da durch. Ansonsten werden wir zu Fuß weitergehen. Ja, wir müssen zu Fuß weiter. Alter. Wir müssen zu Fuß weiter. Okay. Hab's ja verstanden. Ja, heute die Aufnahme findet am 2.1. statt, by the way. Es sind noch mehr Kühe. Im neuen Jahr 2014. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Ich bin auf jeden Fall gut gerutscht. Die Kühe lassen wir mal, vielleicht können wir die noch gebrauchen. Oh ja, das, so habe ich mir das vorgestellt. Da hinten ist ein Riesenpilz. Zeig mal her. Genau so wollte ich das haben. Genau so. Wieso nicht gleich so? Hoppa. Bäm. Voll auf die Fresse gelegt. So. Au.
Ah, da nicht geschadet. Schafe. Da ist eine Höhle. Glaube ich. Ach, hier ist auch eine Höhle. Können wir später mal holen. Da ist eine Höhle. Ja, hier gibt es einiges zu erkunden. Schweine. Was liegt dahinter? Hinter diesen Hügeln. Weil hier müssen wir Ewigkeiten Terraforming machen. Lag. Lag. Alter. 1 FPS die Sekunde. Noch mehr Lags, Lags, Lags. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen auf Tarzan. Schwingen uns hier in die Bäume. Au, oder legen uns auf die Fresse. Haben wir noch was anderes? Ja, wir haben hier noch Schweinesteaks. Also ich habe keinen Bock hier Terraforming zu betreiben, stundenlang. Ich guck mal, was hinter diesem Hügel hier ist. Vielleicht kann man ja das hier hinter gebrauchen. Eigentlich würde es mir hier ganz gut gefallen. Kürbisse. Schweine. Ich brauche irgendwoher eine Wasserquelle. Ah, gefunden. Wo können wir uns eine Bude bauen? Wir laufen mal weiter. Vielleicht können wir hinter diesem Hügel hier was finden, sonst drehen wir um und bauen halt da eine Hütte. Besser als gar nichts. Besser als nochmal im Dreck zu schlafen. Halla die Waldfee. Hier haben wir einen schönen Wald zum Durchqueren. Au. Au, au. Da hinten sieht es noch was Cooles aus. Alter, die Legs gehen mir auf den Sack. Da hinten kann es cool ausschauen. Au. Wir haben hier nach der Expeditionstour hier... Au. Haben wir gebrochene Beine. Wir müssen langsam mit unserem Essen haushalten. Wir haben zwar noch 10 Rindersteaks, aber die halten halt auch nicht lange. Na gut, hier laufen überall Schweine rum. Ich denke, das wird nicht so das Problem werden. Ich weiß, die Folge ist ziemlich unspannend jetzt gerade. Aber ich will einen Ort, der mir gefällt und wo wir nicht schon wieder wegziehen müssen. Hier sind Kühe. Hier ist eine Ritze. Na, schon wieder Schnee. Das ist jetzt doof. Mo, du mich auch, Alter. Mutig hinfort. Ja, mich jetzt in den Wald bewegen, wenn es dunkel wird, das war nicht meine beste Idee. Schwebt da? Da schwebt noch so eine Felswand mitten in der Luft.
Hier. Das schaut scheiße aus. Wir buddeln uns da mal in den Hügel rein, um zu übernachten. So. Na, ja, den brauchen wir später vielleicht noch. So, so. Voilà. Und schlafen. Dann gucken wir mal, was draußen so abgeht. Geronimo! Keine Creeper? Wo bleibt die Begrüßung? Ja. Immer unfreundlicher, diese Creeper. Creeper-Kuh. So. Bald haben wir nichts Gebratenes mehr, dann müssen wir uns von Rumpfleisch ernähren. Ja, ist ja gut. Stöhnt die mir einfach mal so ins Gesicht. Nee, ich würde echt sagen, wir ziehen da nach unten. Weil hier oben ist auch wieder Schnee, was mich voll ankotzt. Irgendwie die Welt ist voll kacke. Oder wir nehmen ein Boot und schwimmen halt noch weiter. Haha. Das machen wir. Wir nehmen uns ein Boot und schwimmen weiter. Weil das hier. Ne. Das schaut nicht cool aus. Wow! Alter, ich werde fast runtergefallen. Au. Jetzt bin ich runtergefallen. Au, nochmal. So, ich mache mir hier mal zwei, also ein Boot. Und jetzt muss ich irgendwo das Schiff unterbringen. Nee, ich meine die Workbench. Ach, weißt du was? Wer braucht Dreck? Ich nicht. Und wir fahren weiter. Ist das... Trügen mich meine müden Augen oder ist das wirklich ein Dschungel? Dschungel wäre awesome. Ist das jetzt ernsthaft ein Dschungel? Looks like, hä? Huh? Ja, das ist ein Dschungel, würde ich sagen. Was ist das für ein Ding? Auch so ein Riesenpilz oder was? Hinten kommt Lava aus dem Berg. Was ist das für ein Ding? Ja, Riesenpilz. Gut, den bewahren wir uns so später auf. Da unten sind Viecher. Ja, das einzige Problem, was wir im Dschungel haben, ist das mit der Farm. Hier können wir nicht farmen. Es gibt zwar Pilze, aber ja, es gibt wirklich genug Pilze. Kein Bock, mich die ganze Zeit von Pilzen zu ernähren. Ich würde sagen, wir suchen mal den Dschungelrand. Bauen uns dort eine Behausung. Und dann können wir am Boden nämlich dann eine Farm errichten mit den ganzen Viechern. Ja, aber Dschungel ist schon mal gut. Hier, das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir irgendwann mal noch den Dschungel-Lag abförstern und schauen, ob wir irgendwo einen Dschungeltempel finden. Ich habe so ein Ding noch nie gefunden. Noch nie gesehen, das Ding. Alter, der Berg schaut von hier richtig fett aus. So, langsam, aber sicher wird das Fleisch knapp.
Alter, diese Bäume. Ist es da oben ein Tempel oder ist das einfach nur ein gigantischer Fliegenpilz? Ich glaube, das ist nur ein überdimensionaler Fliegenpilz.